wie Digitalisierung und Schule. Ich komme gerade vom Laufen und da ist Digitalisierung und Schule ganz weit weg und so richtig viel Zeit habe ich auch nicht, weil ich nämlich gleich in die nächste Videokonferenz muss. In Zeiten von Corona jagt wirklich eine Videokonferenz die andere. Aber ja, kurz was zu Digitalisierung und Schule sagen kann ich schon, ja. Wo setze ich an? Vielleicht passend zum Laufen, Aktivierung. Ich meine, man könnte jetzt natürlich Schule viel radikaler neu denken. Also denk zum Beispiel an Raumkonzepte, wie sie das Ørestad Gymnasium in Kopenhagen oder die Alemannenschule in Wodøschingen vertreten. Da ist wirklich viel möglich, auch mit digitalen Medien. Oder ich denke an solche wirklich kreativen Raumkonzepte, in denen nicht mehr die Lehrerinnen und Lehrer diejenigen sind, die von Raum zu Raum gehen, sondern einen eigenen Raum haben und die Schülerinnen und Schüler zu ihnen in den Raum kommen, was durchaus nochmal andere Möglichkeiten bietet. Also solche Dinge. Oder man könnte auch über die Zeitslots nachdenken, dieser 45-Minuten-Takt, der ja gerade, wenn man so beispielsweise gerade mit Medienprojekten oder denn die Schülerinnen und Schüler irgendwas forschend entdecken wollen, das ist wirklich schwierig mit den 45 Minuten. Auch darüber könnte man nachdenken. Oder man könnte auch darüber nachdenken, zum Beispiel über das Verbot, Kooperationen zu verbieten. Klar, okay, Föderalismus hat natürlich seine Berechtigung und hat auch ganz viele gute Seiten, aber gerade wenn es um Schulentwicklung geht, dann ist das doch häufig so ein Hemmschuh. Also da zumindest sollte es wirklich eher möglich sein, voneinander oder stärker und intensiver möglich sein, voneinander zu lernen. Das, finde ich, kommt noch zu kurz. Ja, aber immer wenn ich an solche radikalen Konzepte denke, dann denke ich auch zum Beispiel an den Digitalpakt und die Grundgesetzänderung, die war ja wirklich alles andere als einfach. Das heißt also, solche radikalen Konzepte erfordern immer halt auch ein wirklich tiefes Eingreifen. Vielleicht muss man gar nicht so radikal denken. Und damit bin ich eben dann bei der Aktivierung. Und ich versuche mal ein einfaches Beispiel. Wir haben über Jahrzehnte mit Schulbüchern gearbeitet und in den Schulbüchern gelesen. Und wenn ich ein Buch richtig toll finde und intensiv damit arbeite, dann annotiere ich, dann mache ich mir da Notizen, mache da Klebezettel dran und mach mir da Notizen rein, arbeite richtig mit dem Buch. Wenn ich das aber mit einem Schulbuch machen würde, dann würde ich Schuleigentum zerstören. Das heißt, das darf ich nicht. Was ich heute aber machen kann, ist beispielsweise in einem PDF diese Annotationen machen, Hinweise, Bilder verlinken, ja, vielleicht auch, wenn ich ein Wort nicht richtig verstehe, dass ich dann zum Beispiel einen Link zur Wikipedia dort einbauen kann. All das ginge. Wenn ich mir dann aber anschaue, was tatsächlich im Unterricht gemacht wird, ich habe das übrigens gemacht, in der kleinen Studie habe ich mir in 200 Schulen habe ich mir sogenannten digitalen Unterricht angeschaut, also wenn Lehrerinnen und Lehrer mit Tablets arbeiten, und habe festgestellt, eigentlich wird genau dasselbe, was man vorher mit dem Schulbuch gemacht hat, wird übertragen auf das Tablet. Das heißt also, man liest einfach nur im Tablet diesen Text und nutzt diese Möglichkeiten gar nicht, die man vielleicht mit dem PDF auch hätte. Also das heißt, zu annotieren, Links herzustellen, Fotos zu verlinken und so weiter, oder die Wikipedia. Das alles fehlt, meines Erachtens. Und damit könnte man noch stärker aktivieren. Aber gerade wenn ich an Tablets denke und aktivieren, dann denke ich zum Beispiel auch an die Kamera. Ich könnte beispielsweise auch mit den Schülerinnen und Schülern die Kamera stärker nutzen. Ich könnte Fotoprojekte machen, Filmprojekte, oder auch das Ganze zusammenbringen. Das heißt also, es gäbe mit digitalen Medien schon jetzt viele Möglichkeiten, stärker zu aktivieren. Stattdessen wird eher rezipiert. Und wenn man sich dann anschaut in die Lernpsychologie, wann lernt man eigentlich am besten, dann stellt man fest, wenn die Schülerinnen und Schüler eigene Erfahrungen machen können, wenn man sozusagen Eigenaktivität fördert, nämlich aktiviert, dann lernt man am nachhaltigsten. Und wenn man das jetzt zusammenbringt, also mit meinen Beobachtungen im Unterricht und das,
dass Lernen eigentlich Eigenaktivität erfordert. Wenn man sich dann anschaut, dass eigentlich die Aktivsten im Unterricht, aber in Hochschule und Universität auch, die Lehrenden sind, also die Lehrerinnen und Lehrer und nicht die Schülerinnen und Schüler, das heißt, dann heißt es eigentlich, dass die Lehrerinnen und Lehrer am meisten lernen. Jetzt finde ich persönlich das gar nicht schlimm, weil tatsächlich, ich bin auch Hochschullehrer, bin in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und lerne tatsächlich, wenn ich Seminare gebe, immer am meisten. Aber irgendwie ist das verrückt, wenn wir überlegen, dass es eigentlich ja Ziel von Seminaren und vor allem auch von Unterricht sein sollte, dass die Lernerinnen und Lerner am meisten lernen sollen, also die Schülerinnen und Schüler. Das heißt also, der Schlüssel wäre für mich die Aktivierung von Schülerinnen und Schülern. Und das ist eigentlich gar nicht schwer und digitale Medien könnten da, und deswegen komme ich eben bei dem Thema Schule und Digitalisierung darauf, digitale Medien sind da so eine Schlüsselfunktion. Und eigentlich braucht es dafür nicht viel oder irgendwelche radikalen Gedanken, sondern eigentlich nur drei Dinge. Also erster Punkt, die Schulen müssen die digitalen Medien erst einmal haben, sie müssen die Ausstattung haben und eine entsprechende funktionierende Infrastruktur auch. Wir dürfen die Schulen nicht alleine lassen damit. Das heißt, wir brauchen Unterstützung, und zwar nicht nur technische, sondern auch pädagogisch, konzeptionelle, didaktische. Das heißt also, man muss erstmal auch auf diese Ideen kommen. Und das Dritte ist, es müsste in einer stärkeren Weise in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung eingebracht werden, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, selbst eigene Medienkompetenz zu entwickeln und dann auch die sogenannte medienpädagogische Kompetenz. Das ist die Kompetenz, die Lehrerinnen und Lehrer brauchen, damit sie die Medienkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler fördern können. Und dann eben noch die mediendidaktischen Fähigkeiten, damit man überhaupt auf die Idee kommt, entsprechend den Unterricht so ansprechend zu gestalten, wie ich das gerade eben anhand so ein paar Beispielen gemacht habe, also nämlich zu aktivieren. Ja. Das halte ich für einen, also das fällt mir ein, wenn ich so spontan nach Schule und Digitalisierung gefragt werde. Und eigentlich ist dafür nicht viel nötig. Man muss es nur tun. So wie ich heute Morgen losgelaufen bin, obwohl es geregnet hat und mittlerweile, naja, so richtig schön ist es immer noch nicht, aber so langsam kommt die Sonne raus und vielleicht ist das eine ganz schöne Analogie. Aber sorry, jetzt muss ich weiter, ich werde so langsam kalt. Macht's gut, ciao.